Darf ich vorstellen, meine Freunde, dies ist Mantenna. Oh, wie schön, Hordak. Du hast das Mittagessen mitgebracht. Ich werde ihn aussaugen, bis auf den letzten Tropfen. Moskitor, Mantenna ist nicht zum Essen da. Mantenna ist unser neuestes Mitglied. Er wird uns im Kampf gegen He-Man und Skeletor unterstützen. Aber es sieht so köstlich aus. Moskitor, wie lautet unser Motto? Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Jeder isst so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Und wir nehmen's ganz genau, auch nicht seine Nebenfrau. Okay, ich hab's verstanden. Hordak, ich traue Moskitor nicht. Er nervt wirklich monstermäßig, wenn er hungrig ist. Das stimmt. Leider habe ich kein Snickers da, um ihn zu besänftigen. Warte, mir fällt da gerade was ein. Was war das? Das war ein Apfel. Iss ihn, damit Onkel Retro endlich diese Figur auspacken kann. Nicht mit dem Essen spielen, Kinder. Nein, nein, nein. Ja, vielen Dank, lieber Hordak, dass du Mantenna gerettet hast vor Moskitos Hungerwahn oder Durstwahn, whatever. Ja, jetzt hat er erstmal einen Apfel. Und während er mit dem Apfel beschäftigt ist, werden wir Mantenna auspacken. Ich habe euch die Figur schon einmal gezeigt, als ich sie mir gekauft hatte bei Globus. Das Video kennt ihr. Und da habe ich euch die Figur kurz gezeigt. Jetzt schauen wir uns sie nochmal im Detail an und dann packen wir sie auch direkt aus. Und ich sage mal, viel Spaß. Und ach ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Let's go. So, dann wollen wir mal loslegen. Ja, die She-Ra kennt ihr, die habe ich euch schon mal gezeigt in einem Video. Und Catra, ja, die habe ich mir heute besorgt. Die bekommt natürlich auch noch ein richtig schönes Unboxing-Video. So, also, Mantenna. Es beginnt mit dem, ja, 40-Jahres-Sticker, den im Moment die Figuren alle drauf haben. Denn wir wollen ja nicht vergessen, es ist He-Mans 40. Geburtstag. So, wie alle Origins-Figuren haben wir das klassische Masters of the Universe-Logo der 80er Jahre, der Name der Figur. Da es mal wieder eine europäische Verpackung ist, welch Wunder, wir sind ja in Europa, hat die Figur, der Name der Figur keinen Untertitel und der enthaltene Minicomic wird keinen Text haben. So, den Minicomic möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil den habe ich euch schon zur Genüge vorgestellt und ich habe sogar ein Video dazu gedreht, wo ich den frei interpretiere mit ein paar sehr humorvollen Texten. Das Video könnt ihr euch auch gerne anschauen, das braucht nämlich noch ein paar Klicks. So, hier haben wir das Logo der wilden Horde, beziehungsweise The Evil Horde. Hier sehen wir Mantenna und wir sehen schon jetzt, was ich richtig cool finde, er hat wirklich vier Füße. In den 80ern hatte Mantenna zwar auch vier Füße, aber das konnte man nicht sehen, weil die Füße so eng nebeneinander standen, dass man dachte, er hätte nur zwei. Zumindest ging es mir so. So, die Rückseite. Hier werden weitere Figuren beworben. Der 2000er He-Man, der 2000er Skeletor. Auch dazu habe ich bereits ein Unboxing-Video gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen. Dann, ja, Mantenna, um den geht es heute. Und Pighead. Ja, den habe ich ebenfalls und ja, auch wenn es jetzt keine Must-Have-Figur ist, auch der wird natürlich noch ein Video bekommen. So, das Action-Feature, die herausstechenden Augen von Mantenna, ja, lieben wir. Was wir aber noch mehr lieben, ist dieses Artwork. Wir sehen, wie Mantenna kämpft gegen die Schlangenmenschen Rattler und Tanglesher. Hier hinten sehen wir King Hiss, der, ja, ich weiß nicht, ob er wirklich kämpft oder nur rumbrüllt. Und wir sehen Hordak zusammen mit Grizzlor. Ja, Grizzlor, leider eine Exklusivfigur zur Zeit. Ich hoffe, Mattel überdenkt das nochmal. Nichtsdestotrotz habe ich mir Grizzlor in den USA bestellt. Ja, ich hatte Glück. So, aber mehr dazu
wenn es soweit ist. Ich will jetzt nicht über Grislaw reden, ich will jetzt über Mantenna reden. Wir wollen die Figur jetzt auspacken. So. Und das machen wir auch gewohnt liebevoll, weil der Onkel Retro geht sehr liebevoll mit Sachen um, die er sich kauft. Jeder weiß das. So. Fangen wir wieder an mit der Anleitung. Ja. Hier sehen wir die herausstechenden Augen, das Wappen der wilden Horde auf der Brust und die vier Füße. Danke, Mattel, für diese Anleitung. Jetzt wissen wir, wie eine Action-Figur funktioniert. Ja, gesagt, der Minicomic, da gehe ich jetzt wirklich nicht drauf ein. Den habe ich euch schon sehr ausführlich vorgestellt. Ja, und da ist auch die Figur. Cool. So, hier haben wir natürlich die Armbrust. Jedes Mitglied der wilden Horde hat ja eine. So. Ich mag Mantenna. Ich mochte den früher in den 80ern schon. Ich fand den auch in den Europa-Hörspielen-Cluster. Da hat er ja so eine richtig dunkle, tiefe Stimme gehabt. Ich weiß bis heute nicht, ist Mantenna wirklich männlich oder doch weiblich? Weiß es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Also, wenn man die Europa-Hörspiele, wenn man denen Glauben schenken darf, ist er definitiv männlich. Ja. Er ist ein Mann. So, Mantenna ist männlich, habe ich gerade beschlossen. So. Ja, darauf haben wir jahrzehntelang gewartet, Freunde, dass wir endlich die vier Füße voneinander trennen können. So. Ja, finde ich cool. Gut, man könnte jetzt meckern, geh bitte die Farbe ab. Aber Leute, das ist mir scheißegal. Ich mag die Figur. So. Hat uns als Kinder da auch nicht gestört, oder? So, die Bemalung finde ich ansonsten gut. Doch. Gefällt mir. So. Hier können wir die Augen betätigen. Das machen wir jetzt mal. Ui, guck mal. Ich finde das klasse. So, kann er denn auch gut stehen? Aber wir können, wenn ihr unbedingt wollt, in den Kommentaren darüber diskutieren, welches Geschlecht Mantenna hat, ob nun männlich oder weiblich. Ich sag nach wie vor männlich. So. Warum? Weil ich ein Europa-Hörspielkind bin. So. Außerdem ist er ja auch der arglistige Spion der wilden Horde und nicht die arglistige Spionin der wilden Horde. Ne? So. Ja. Kriegen wir noch die Waffen in die Hand drücken? Kriegen wir da auch noch hin? Cool. Finde ich klasse. Willkommen in der wilden Horde, Mantenna. Danke, Ordak, danke. Ich freue mich schon darauf, He-Man und Skeletor in den Arsch zu treten. Könntest du mal deine Augen benutzen? Natürlich. Ich bin begeistert. Ja, ich auch. Was ich damit so alles sehen kann. Was denn? Na, zum Beispiel, dass der Onkel Retro schon wieder bei McDonald's war. Was? Danke fürs Zusehen, Freunde. Tschüss. Hat mir wieder ein Ei gelegt. Super, jetzt habe ich hier jemanden, der mit Stielaugen, der meine Einkäufe kontrolliert. So. Und ja, ich war bei McDonald's. Aber das hält mich nicht davon ab, diesen Apfel zu verspeisen. Weil Vitamine wichtig sind, Kinder. Esst Obst. Ja. Onkel Retro